mitten im Zaun. Zaun an Zaun mit dem Club ist sie, die Grundschule Zerzabelshof in Nürnberg. Mit etwas Glück können dort die Schülerinnen und Schüler die FCN-Kicker hören, wenn sie trainieren. Und weil man sich so nahe steht, war die Zerzabelshof-Grundschule auch die Startschule für die diesjährige Erstklässler-Aktion. Die Geschenke für die Kids brachte einer, der auch aus dem Zabo kommt. Enrico Valentini. Gerne hätte er selbst den Kindern die Geschenke gebracht. Die Corona-Pandemie machte dies aber leider unmöglich. Mit Nachwuchsleistungszentrumleiter Michael Wiesinger war aber ein gleichberechtigter Überbringer da, der die Turnbeutel mit einigen Überraschungen drin ins Schulhaus brachte. Dort, wo FCN-Finanzvorstand Nils Rosso und Sparkassenvorstand Michael Klever schon warteten. Natürlich auch die Kids. Das ist tatsächlich einer der schönsten Termine. Man sieht zwar nicht viele Kinder lächeln wegen der Masken, aber man sieht eine Menge strahlender Kinderaugen. Und es ist immer wieder schön. Für die Erstklässlerinnen und Erstklässler aus der Zabo-Grundschule dann der spannende Moment, in dem die rot-schwarzen Turnbeutel dann endlich die Besitzenden wechselten. Vorsichtshalber gleich mal reingeguckt. Autogrammkarte da, Maske da, Ticket, Gutschein da, Pass alles. Und schon waren die Nächsten dran. Ein ganz besonderer Moment für die Kids. Es ist immer was Besonderes. Also ich glaube, der normale Unterricht, den kennt jedes Kind dann nach ein paar Wochen. Aber wenn jemand von außerhalb kommt, wenn jemand Sachen verschenkt und dann noch das der erste FCN ist, das ist schon was ganz Besonderes. Letztes Jahr überbrachte die komplette Mannschaft die Geschenke an die teilnehmenden Schulen. Dieses Jahr hätten alle das gerne wiederholt, ging aber leider nicht, Corona wegen. Ja, es ist wirklich schade. Es war für die Spieler unheimlich schön, mal mit den Kids in Verbindung zu kommen. Es war natürlich auch für die Kids was ganz Besonderes, mal die berühmten Spieler zu sehen. Deswegen müssen wir dieses Jahr eine Light-Version fahren, aber wir sind sehr stolz, dass wir es trotzdem auf die Beine gestellt haben. Und der Beutel sieht toll aus, der Beutel hat eine tolle Qualität und der Inhalt ist auch wunderbar. Das konnten alle teilnehmenden Kids bestätigen. Ja, wir haben dieses Jahr tatsächlich nochmal ausgeweitet, erreichen über 50 Schulen in ganz Nürnberg und über 4000 Schüler. Also wir sind schon stolz, dass die Schüler mit einer solchen Anzahl unsere Turnbeutel dann tragen werden. Gesagt, getan, die FCN-Turnbeutel dann aufgeschultert, ging es in die nächste Schulstunde. Die war wahrscheinlich aber diesmal nicht annähernd so spannend.